Leute, sei gegrüßt, ich bin's, euer Diddy. Diddy, Morris the Shape, und ich heiße euch, ich heiße gerade dich, hier bei mir am Camp Crystal Lake in Germany. Doch recht herzlich willkommen, ich freue mich echt mega darüber, dass gerade du dir die Zeit nimmst für mein neues Video hier auf YouTube. Ja, zuallererst, ich hoffe, dass es euch gerade dir gut geht. Mir geht's mega gut, denn heute ist Freitag, der 13. Mai 2022, und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ich möchte halt eben an diesem Tag auf meinem Kanal ein Video raushauen. Und das zusammen mit einer oder meiner schönsten Sammleredition zu dem gleichnamigen Film Freitag, der 13. Ja, hier, wie ihr sehen könnt, eine limitierte Holzbox, die zu seiner Zeit damals vorgesehen gewesen ist für diese wattierten Mediabooks der Erstauflage zu Friday the 13th. Nichtsdestotrotz, es passen aber auch andere Mediabooks hier rein, die ganz normal damals erschienen sind, halt eben dann die wattierten, nachträglich die normalen Cover B, Cover C und Cover D. Und sehe da, ich habe mir vor geraumer Zeit, vor circa 2 Jahren, mir diese wunderschönen D-Exemplare in meine Sammlung geholt. Absolut mega, mega schön, oder? Auf jeden Fall, ich schieb's mal gerade zu. Wir machen auf jeden Fall gleich ein Unboxing hierzu. Ich möchte aber euch kurz noch zeigen, was halt eben auch noch hier bei dieser Holzbox mit dabei gewesen ist. Zum einen sehen wir halt eben dann hier das wattierte Mediabook zu Camp Crystal Lake Memories, die komplette Geschichte halt eben dann zu der Freitag der 13. Reihe, auch limitiert auf 1500 Exemplare, genauso wie die wunderschöne Holzbox. Hier unten befindet sich die Nummer, diese zeige ich euch jetzt an dieser Stelle aber nicht, ja. Aber dieses wunderschöne Mediabook, das ist halt eben das wattierte, was halt eben dann zusammen mit dieser Holzbox und, jetzt kommt es, ja, mit diesem original mega coolen Soundtrack Crystal Lake Memories halt eben dabei gewesen ist. Also diese zwei Sachen inklusive dieser Holzbox gab es damals, ja, limitiert bei, ich glaube, Pretz Media exklusiv zusammen mit dem Mediamarkt. Für den Preis weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube um die 100 €. Und ja, ich würde mal sagen, ja, ich zeige euch mal den Soundtrack. Zumal diesen, der war halt eben auch neu in OVP, hatte ich aber bereits schon geöffnet. Ich liebe ja Vinyl Soundtracks und zeige euch jetzt mal dieses coole Exemplar. Sieht das nicht mega cool aus? Hier sehen wir halt auf jeden Fall Jason, hier halt eben dann den Wald, Chris am Camp Crystal Lake, zusammen mit diesem Vollmond hier oben. Hier Jason mit seiner Machete, richtig, richtig cool. Dann drehen wir dieses gute Stück mal um. Und hier sehen wir halt eben noch so ein bisschen was von Jason. Ja, apropos Jason, man kann halt eben sehr gut erkennen, dass es sich hierbei um Part 7 handelt, den zerfetzten Jason, der halt eben am Ende des 6. Teils halt eben dann hier noch diese Kette um seinen Hals hängen hat. Ich hole mal diese Vinylscheibe aus. Ist jetzt nichts Großartiges. Ja, also so sieht es halt eben dann von innen aus. Man kann es halt eben leider nicht aufklappen, aber hier drinnen befindet sich halt eben dann die Vinyl. Und diese sieht so mega cool orange aus. Ist das nicht geil? Wahnsinn, oder? Yeah! Huhu. Der Soundtrack übrigens ist auch richtig, richtig cool. Und wie ich sehe, stammt das Ganze von Birnenblatt. Das kann man, denke ich mal, sehr gut hier erkennen. Ja, ich tue dann diese Scheibe mal hier wieder rein. Upsala, gar nicht so einfach. Moment, hier ist so. Und zeige euch jetzt mal diesen Inhalt. Ich hatte mir diese Box damals auch nicht vorbestellt, sondern separat auch auf eBay ersteigert, und ich habe sage und schreibe 80 € für die Holzbox, den Soundtrack und dieses schicke wattierte Mediabook, was noch neu in OVP ist, bezahlt. Richtig cool, das war im Jahre 2020, das war so im Juni rum, und vorher hatte ich halt eben dann diese wunderschönen Mediabooks auch auf eBay mir gekauft für sage und schreibe, ich muss ganz kurz euch nur was zeigen, ja, wir nehmen auf jeden Fall mal den ersten Teil mal raus. Wir nehmen auf jeden Fall Jason Goes to Hell hier raus. Dann Jason X nehmen wir hier raus. Dann nehmen wir Jason Freddy, also Freddy vs. Jason hier raus. Und last but not least, hier hinten noch Crystal Lake Memories. Also, ich habe diese Mediabooks einzeln zusammen mit dieser
His Name Was Jason Fassung im Mediabook. Diese war halt eben auch noch bei den Mediabooks mit dabei. So, das tue ich mal hier rein. So. Diese Mediabooks habe ich halt eben dann zusammen ein Paket gekauft auf eBay für sage und schreibe 270 Euro, 9 OVP wohlgemerkt. Und ich denke, für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mediabooks kann man da überhaupt nichts falsch machen. Das sind pro Mediabook gerade mal 30 Euro vor 2 Jahren. Und heutzutage, ja, ne, kann man überhaupt froh sein, wenn man diese Teile irgendwo angeboten kriegt, ja. Sei es jetzt im SZ, also Sammlerzustand, wie auch immer, ja. Wer diese Teile für 300 Euro kriegt, ja, der hat da wirklich ein Schnäppchen mitgemacht. Ich bin auf jeden Fall echt mega happy, diese Mediabooks, ja, ne, über eBay gekauft zu haben. Und das war einfach nur wirklich ein Glücksfall für mich. Und diese sind halt eben auch noch alle neu und OVP. Ja, was ist jetzt mit diesem Mediabook? Freddy vs. Jason. Habe ich auch auf eBay ersteigert für 80 Euro plus 5 Euro Versand. Ist auch noch neu und OVP. Das war ein separater eBay-Kauf. Ja, dieses schöne Mediabook zu dem Film Jason X habe ich für 60 Euro beim lieben Yusuf von Ike Media bei ihm zu Hause gekauft. Da habe ich mich auch derbe drüber gefreut, weil das das letzte Mediabook gewesen ist, was mir noch gefehlt hat. Diese zwei wunderschönen Mediabooks. Genau, hier Jason Goes to Hell. Ja, Final Friday und halt eben der erste Teil dieser beiden Mediabooks hatte ich auch in ein Mediabook-Paket gekauft. Und zwar ist es halt eben so, dass ich auch auf eBay geschaut habe nach den Mediabooks und da war einer gewesen, der hatte wirklich die Reihe auch komplett, aber von Cover B, Cover C, Cover D, alles gemischt, ja. Es waren auf jeden Fall diese zwei guten, wunderschönen Exemplare mit enthalten. Auch für sage und schreibe 270 Euro. Ich habe sie sogar für 260 Euro gekriegt, inklusive Versand. Habe die anderen Mediabooks aber verkauft, um diese zwei Exemplare zu behalten, um diese halt eben hier zuzufügen. Apropos zuzufügen, ich tue sie, diese wunderschönen Teile mal hier wieder rein. Und dann gehen wir auf jeden Fall chronologisch mal vor. So, das kommt hier hin. Jason X kommt hier hin. Wie ihr sehen könnt, diese Teile passen halt eben dann auch hier in dieser Box. Wobei ich sagen muss, Moment. So. Dass diese Box ja damals extra für die wattierten Mediabooks angefertigt worden sind, ja. Ursprünglich halt eben für die wattierten gedacht sind. Aber wie man sehen kann, passen die normalen Mediabooks auch hier rein. Ja, jetzt würde ich sagen, fange ich mit dem allerersten Teil an. Dieser ist halt eben in einer Schutzfolie. Diese mache ich auf jeden Fall auch mal ab, um euch halt eben mal dieses wunderschöne Mediabook zu zeigen, wie schön das aussieht. Ist auch wirklich mittlerweile ein richtig rares Teil. Ja, unter 100, ja, ich sage jetzt mal besser, unter 150 Euro gar nicht mehr zu bekommen. Selbst auf eBay nicht. Da muss man wirklich schon richtig Glück haben. Ja, dieses Mediabook stammt aus dem Hause Warner direkt und es beinhaltet halt eben dann den ersten Teil auf Blu-ray, genauso gut wie halt eben dann den ersten Teil auf DVD. Ja, einer meiner, ja, ne, schönsten Mediabooks meiner Sammlung überhaupt und ich bin echt mega happy, dieses wunderschöne Stück, ja, mein eigen nennen zu dürfen. Ne? So, das war auf jeden Fall Teil 1. Dann geht es direkt weiter mit Teil 2. Ich liebe ja diese gezeichneten Artworks. Seht man das? Oder sieht man das? Ja, es spiegelt vielleicht ein bisschen. Das ist überhaupt gar nicht so schlimm, denn ich bin halt eben dann hier mit euch zusammen, um jetzt die Mediabooks aus der Folie zu entfernen. Huhu! Ich habe mir halt eben extra das für den Freitag, den 13. aufbewahrt. Also heute. Und wer sich so ein bisschen mit dem Datum beschäftigt, Freitag, der 13., variiert ja im Jahr. Einmal, zweimal bis dreimal im Jahr kann dieses Datum halt eben unterschiedlich stattfinden. Ich sage jetzt mal im Januar, im Februar, im März, wie auch immer. Und lediglich einmal dieses Jahr bei wunderschönem Wetter im Mai 2022, ja, gibt es Freitag den 13. Huhu, und ich öffne gerade hier Teil 2. Wertverlust, Leute, Wertverlust. Schande über mein Haupt, Didi, was machst du denn da? Du kannst doch nicht dieses wunderschöne Mediabook von seiner Folie entfernen. Und so sieht es auf jeden Fall dann auch, denke ich mal, viel, viel besser aus ohne diese Folie. Ich liebe diese gezeichneten Artworks. Absolut mega. Ich muss mir mal das gerade mal selber anschauen.
Richtig, richtig cool. Jason kehrt zurück. Freitag, der 13. Teil 2. Leider ist es bei den normalen Mediabooks so, dass es sich hierbei nur um eine Ein-Disc-Edition handelt. Ja, das zeige ich euch mal hier hinten ganz zum Schluss. Hier halt eben der zweite Teil, natürlich uncut, umgeschnitten mit einem gewissen Buchanteil und vorne halt eben leider nur ein Artwork der toten Pamela Voorhees. Ja, bei den wattierten Mediabooks handelt es sich, glaube ich, um eine 3-Disc-Edition, ja. Und lediglich bei den normalen Mediabooks gibt es immer nur eine einzige Blu-ray-Disc-Scheibe hier drin. Ja, Teil 2 legen wir mal hier hin. Jetzt geht es weiter mit Teil 3. Das war früher mal mein absoluter Lieblingsteil. Freitag, der 13. Auch ein wunderschönes Artwork. Diese gezeichneten Mediabooks haben es mir richtig, richtig angetan. Ich meine, ich liebe auch die originalen Kinoplakatmotive, aber diese gezeichneten, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also, boah, absolut ein Träumchen. Und da geht es halt eben jetzt auch darum, dieses Mediabook zu öffnen. Huhu! Und nochmals die Wertverlust. Leute, schaut euch das an. Das ist auch mal passiert, dass ich mal meine Mediabox auspacke. Da, richtig, richtig geil. Gerade dieses Artwork vom dritten Teil, ich feiere das, wo Jason mit seiner Axt hier oben, die mir eben, oder die halt eben auch am Camp Crystal Lake gesehen hat, ja, die halt eben noch vor dieser Memories Box gefallen ist. Hier oben ist er, Jason mit seiner Axt. Richtig, richtig cool. Ja, hier oben sehen wir halt eben dann noch den Mond. Hier vorne noch ein Haus, sein letztes Opfer, ja, richtig, richtig cool. Ja, wie gesagt, hier halt eben dann auch nur eine Disc auf Blu-ray, sonst ein Buchanteil und vorne wiederum nur ein Artwork, mehr nicht. Aber was man halt eben übernommen hat, die wattierten Mediabooks sehen ja alle mit dieser Maske aus, ja, und diese sind halt eben dann auch hier verewigt worden in jedem einzelnen Mediabooks auf der ersten Seite. Fand ich auf jeden Fall auch eine coole Sache, dass man das halt eben dann so umgesetzt hat, genauso wie die Rückseite des Mediabooks des wattierten mit der Maske von hinten. Ja, zu den wattierten Mediabooks kann man halten, was man möchte. Der eine findet sie cool, der andere wiederum nicht. Ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, ja, bisschen einfallslos sind sie auf jeden Fall schon. Dafür sehen sie auf jeden Fall auch irgendwo cool aus. Ne? Nichtsdestotrotz, ich habe mich halt eben dann für die normale Variante entschieden. Ja, weiter geht's mit Teil 4. Und wie man sehen kann, passen diese Mediabooks auch super hier rein. Bisschen eng noch. Aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. So, auch ein richtig cooler Teil. Und ein noch cooleres Mediabook. Hier ist sogar noch ein FSK 18. Flatschen vorne drauf, aber nur auf der Folie. Und diese werden wir jetzt mal hier entfernen. So. Ach ja, wenn ihr jetzt mich fragen würdet, wollt, wie auch immer, ob mir das wehtut. Ich habe halt eben nur auf so einen wunderschönen Freitag, den 13. gewartet, wie in diesem Jahr, um diese Mediabooks in eurem Beisein halt eben dann zu öffnen. Ja, dieses Artwork feiere ich halt eben dann auch. Hier sehen wir halt eben dann Jason vorne drauf. Hier unten den Jason ganz am Ende des Kopfs, wo halt eben dann sein Kopf gespalten wird. Ja, und hier sehen wir noch den Tommy. Ja, Tommy. Ja, Tommy Jarvis, meine Scheiße. Nicht Tommy Doyle aus Halloween, sondern Tommy Jarvis. Auch sehr, sehr schön umgesetzt, dieses Mediabook. Ich klappe es mal auf, wie eben schon. Hier sehen wir die Blu-ray-Disc. Und was ich richtig cool finde und abfeiere, ist, dass die Discs allesamt bedruckt sind. Ja. Achtung. Hier halt eben dann die erste Seite wieder mit der legendären Maske zu Part 4, das letzte Kapitel oder im Original The Final Chapter. Yeah. So, dann geht's weiter mit Teil 5. So sieht's aus in der Folie. Messer her. Upsala. Viele mögen den fünften Teil ja gar nicht, weil halt eben dann kein originaler Jason Voorhees hier mit von der Partie ist, was man halt eben im Vornherein gar nicht weiß, nur halt eben im Nachhinein. Ne? Ich finde ihn auf jeden Fall geil, ich feiere den fünften Teil, ich liebe sogar den fünften Teil. Ja, nichts gegen den original Jason Voorhees, aber ich finde es auf jeden Fall mega, ja, dass halt eben
ja, Jason in diesem fünften Teil, in diesem Ein neuer Anfang von einem normalen Menschen gespielt wird, wie ich oder du oder jeder andere. Ne? Richtig, richtig cool. Und vor allem der Soundtrack ist mega, mega genial. Auch hier sehen wir halt eben dann Jason. Und der hat ja gegenüber den anderen Teilen diese Eishockey-Maske mit so blauen Strichen verziert. Ja, finde ich auch richtig, richtig cool. Ich mach's mal auf. Yep. Und von vorne natürlich wieder. Yep. Richtig geil. Hier sieht man das mit diesen blauen Verzierungen an seiner Eishockey-Maske. Ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Jason Lives. Jason lebt. Von vielen ja der absolute Lieblingsteil. Ich muss sagen, ist auch mittlerweile einer meiner Lieblingsteile. Ich finde diesen Anfang ja sowas von mega, mega cool umgesetzt, wo man Jason förmlich aus seinem Sarg holt, mit einer Eisenstange versucht, ihn nochmals zu töten, obwohl er ja da drinnen liegt, halb verwest ist und dann ein Blitzschlag dazu beiträgt, dass halt eben dann Jason Voorhees wieder am Leben ist. Ja, Folie weg. Und so sehen wir das mit der Book dann nochmals ohne diese Folie. Auf jeden Fall finde ich das cool, zumal es halt eben jetzt auch nicht mehr spiegelt. Ein wunderschönes Artwork. Ich finde das so grenzgenial mit diesem umgefallenen Wagen, diesem Feuer, Tommy Jarvis hier vorne drauf. Hier hinten im Hintergrund sieht man halt eben dann den Blitz im Dunkeln, der Mond und halt eben dann vorne Jason. Und was richtig cool bedacht worden ist, dass alles samt, was hier gezeichnet worden ist, ja, alles richtig coole, entscheidende Filmszenen, ja, aus den jeweiligen Teilen sind. Ich klapp's mal auf. Wir Part 6 Maske. Hier vorne sehen wir auch den Tommy Jarvis zusammen mit Jason am Boot, am Wasser und hier halt eben dann die Disc. Richtig, richtig geil. Und ich feiere auch den sechsten Teil. Ist halt eben auch einer meiner absoluten Lieblinge der kompletten, ja, Reihe um den Killer Jason Voorhees aus Friday the 13th. Ja, hier kommen wir halt eben dann zu Teil 7. Der erste Teil gespielt von Kane Hodder, der halt eben dann Jason, ja, bis jetzt am meisten verkörpert hat. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube sogar in 4 weiteren Filmen. Also halt eben Teil 7, Teil 8, Jason Goes to Hell und Jason X, genau richtig. Ja, kein anderer Darsteller hat ihn halt eben so oft verkörpert wie Kane Hodder. So, auch ein richtig wunderschönes Artwork. Davon gibt es auch eine richtig coole Jason-Figur in 18-Inch. Hier sehen wir halt eben dann zum Beispiel, wie Jason hier ein Herz in der Hand hält. Hier vorne die zwei Hauptdarsteller, Jason in der Mitte am Wasser. Richtig coole, entscheidende Szenen aus dem Film. Sehr, sehr geil. Ja, mal aufgeklappt. Hier die Jason-Maske genommen. Also sind halt eben alle so gleich gehalten. Ne? Bis halt eben den Buchteil zu den jeweiligen Filmen. Muss ich mir in Ruhe auf jeden Fall mal anschauen. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall jetzt zu Jason Part 8. Und dabei liebe ich halt eben das Mediabook, ja, weil man halt eben dann hier oben die sogenannten Twin Towers sieht. Jason Todesfalle Manhattan. Für mich persönlich der absolut schlechteste Teil der Freitag der 13. Reihe, wenn ihr mich fragt, weil das halt eben nicht so wirklich was mit dem Camp Crystal Lake zu tun hat. Die ersten 5 Minuten und siehe da, dann geht es auch direkt mit der Fähre ab ins große New York City. Und ja, der Film zieht sich so unwahrscheinlich lange, bis da mal was passiert. Ich glaube fast eine Stunde sogar. Ja, und ich kann es mir bis heute nicht erklären, wie kann man aus einem See mit einer Fähre raus aufs offene Meer schaffen. Ja, das passiert halt eben dann in diesem Film, wie sie das gemacht haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall, schaut mal hier, das Artwork, das gezeichnete, finde ich so mega genial. Alleine, wie gesagt, hier oben die zwei Twin Towers, richtig, richtig cool. Der Film hingegen, ja, ist somit der schlechteste der kompletten Reihe. Ich meine, Manhattan selber sieht man auch, glaube ich, die letzten 10 Minuten nur aus diesem Film. Ja, richtig, richtig cool gemacht auf jeden Fall. Aber auch dieser Teil wird definitiv seine Fans haben. Ich finde ihn halt eben von allen, neben ja, dem nächsten Teil, der halt eben kommt, mit am schwächsten. Justin, Gott, was für ein Deutsch. So, jetzt kommen wir zu Jason Goes to Hell. Ich feiere dieses Mediabook, was halt eben komplett in Flammen gehalten ist. Dieses Mediabook ist in einer Schutzfolie, zumal dieses halt eben im Sammlerzustand war. Ich habe es nicht geöffnet und sehe da, richtig, richtig cool, oder? Also dieses Artwork mit diesem halt eben gelben Mediabook und diesen Flammen, ich finde das absolut mega, mega cool umgesetzt. Ja, das Besondere hierbei ist,
Hier ist eine Blu-ray und hier ist halt eben dann wieder eine DVD. Das ist ja bei allem Warner Media Books so, aber halt eben leider nicht bei den normalen aus dem Hause 84 Entertainment. Ja, der Buchanteil ist halt eben sehr mau, aber dafür ein wunderschönes Media Book. Zu dem Buchanteil kommen wir auf jeden Fall dann noch gleich. Ja, jetzt geht's weiter mit Jason X. Yeah! Huhu. Jason im Weltall. Willkommen, Scotty. Beam mich hoch, Scotty. Wo war das denn nochmal? So weiß ich das gar nicht. Auf jeden Fall. Ah! Was für ein Wertverlust. Dieses Mediabook kriegt man auch nicht unter 100 Euro. Und der Diddy entfernt die Folie und seht da, es bleibt auf jeden Fall definitiv in meiner Sammlung. Hier wiederum auch, ja, ne, die Blu-ray sowie halt eben dann auf der anderen Seite die DVD und beides zusammen mit den jeweiligen Vor- und beziehungsweise Nachgängern. Bei Jason X befindet sich hier halt eben gleichzeitig noch Jason Goes to Hell drauf und andersrum. Viele haben sich halt eben damals darüber aufgeregt, wie kann man nur, ja, wenn man Jason X kauft, zum Beispiel Goes to Hell noch mit dabei haben und so. Ne? Ich weiß nicht, warum die Leute sich darüber aufregen. Ja? Es ist doch ein cooler Bonus zu wissen, okay, da befindet sich halt eben zusätzlich noch ein Teil mit dabei. Finde ich persönlich überhaupt gar nicht schlimm. Hauptsache, dieser Film ist dabei und das natürlich uncut. Das ist das, was für mich auf jeden Fall zählt. Jason X. So, dann kommen wir last but not least zu Freddy vs. Jason. Ein absoluter, mega geiler Slasher. Beide große Slasher-Ikonen zusammen in einem Film aus dem Jahre 2004. Und ich feiere Freddy vs. Jason. Auch hier, dieses Mediabook ist unwahrscheinlich schweineteuer. Soll ich? Oder soll ich es nicht? Ich meine, ich habe ja schon alle aufgemacht. Boah. Ah, ich setze an. Wertverlust. Wertverlust. Ja, jetzt sind es keine 100. Jetzt sind es nur noch 80 oder 70 oder wie auch immer. Egal, diese Mediabooks bleiben bei mir in meiner Sammlung. Dafür liebe ich halt eben die Reihe um Jason Voorhees zu sehr. Und das sind auf jeden Fall auch so meine Schätzchen aus meiner Sammlung. Auch ein richtig cooles Artwork, wie ich finde. Diese Kralle hier vorne mit der Maske von Jason. Es gibt übrigens so ein Display aus dem Hause Necker Real Toys, was man halt eben damals auch kaufen konnte. Das ist halt eben so ein Kasten mit der Maske drin von Jason aus diesem Film, zusammen mit der Freddy-Kralle. Auch richtig, richtig cool. Wer sowas sein eigenen kann, herzlichen Glückwunsch meinerseits. Ja, ein bisschen windig, hier fliegt die ganze Zeit die OVP weg. Auch hier halt eben dann die Blu-ray, sowie halt eben dann hier hinten dann die DVD. So, ihr Hübschen, was kommt denn jetzt noch? Ich glaube, ja, das war's. Nee, Quatsch. Hier, einen Film haben wir noch, und zwar das Remake. Genau, ein bisschen später geht es auf jeden Fall hier raus. Das Remake aus dem Jahre 2009. Yeah, richtig cool. Ich feiere das Remake. Ich finde das so mega. Es gibt ja viele oder einige Leute, die halt eben das Remake nicht so pralle finden, wobei ich sagen muss, ich finde das absolut hammer, hammer geil. Ehrlich, Wahnsinn. Ich finde prinzipiell alle Remakes geil. Ob das jetzt Freddy ist, ob das Jason ist, Michael Myers natürlich von Rob Zombie oder halt eben auch Michael's Bay Texas Chainsaw Massacre. Ja, da haben sie sich auf jeden Fall echt ins Zeug gelegt, ja, für die Fans des Originals. Und man ist halt eben damals schon mit der Zeit gegangen. Hier sehen wir auf jeden Fall den ultra seltenen, damals seltenen Killer-Cut. Erstmalig in diesem Mediabook vorhanden. Erweiterte Szenen zu dem Film, brutalere Szenen, halt eben dann deutsch untertitelt. Was überhaupt jetzt nicht so ins Gewicht fällt. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ja, ich feiere dennoch diesen Film und ich finde auch dieses Artwork richtig cool. Jason, hier sieht man halt eben wieder den Mond im Hintergrund. Also die Mediabooks eigentlich alle so gleich gehalten mit dem Mond im Dunkeln, mit der Machete, im Hintergrund Jason. Und hier sehen wir halt eben dann ein paar Teenies am Camp, am Lagerfeuer, ganz am Anfang des Films. Ja, das war auf jeden Fall dann dieses Mediabook. So, jetzt habe ich noch eine Doku. His name was Jason. Das machen wir auf jeden Fall auch noch auf, würde ich sagen. Ja, warum soll ich jetzt nicht alle öffnen? Auf jeden Fall, ich finde dieses mega, also dieses Artwork so mega cool. Wisst ihr, woran mich dieses Mediabook hier erinnert? Und zwar an Voodoo Schreckensinsel der Zombies. Ja, das Mediabook ist nämlich ähnlich aufgebaut mit diesem roten Rahmen und mit dieser Fratze hier halt eben dann Jason mit seiner Eishockeymaske. Und bei Voodoo Schreckensinsel der Zombies ist es halt eben ein Zombie. Und dieses Mediabook ist ja auch damals zu seiner Zeit der Heilige Gral gewesen. Ja.
Auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr schön. His Name Was Jason. Diese Doku kenne ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob die ähnlich aufgebaut ist wie Crystal Lake Memories. Ich klappe dieses wunderschöne Teil mal auf. Und hier ist auf jeden Fall noch eine DVD enthalten. Woohoo, 84 Entertainment. Ihr habt es ja dennoch geschafft. Seht ihr, auch in einem normalen Mediabook wäre Platz für eine Zweitdisc-Edition. Finde ich persönlich sehr schade, dass ihr das halt eben bei den normalen Mediabooks nicht gemacht habt. Ja. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der Fan von Ein-Disc-Mediabooks, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, es geht, sieht man ja hier, ne? Ein ganz normales Mediabook, wo halt eben dann die Blu-ray enthalten ist und auf der anderen Seite halt eben dann, ja, ne, es sind sogar zwei Discs, also man hätte quasi die 3-Disc-Edition der wartierten Mediabooks auch hier übernehmen können. Hat man nicht. Was willst du machen? Kann man nichts machen. Man kann es im Nachhinein leider nicht ändern. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, das möchte ich euch mal kurz zeigen, zum Beispiel anhand dieses Mediabooks hier, Teil 2. Die Mediabooks stammen ja alle aus dem Hause 84 Entertainment. Und wenn man sich dieses Artwork mal begutachtet, ne, von diesen gezeichneten, hier unten ist noch nicht mal ein Logo drauf von 84. Also hier ist rein dieses wunderschöne Artwork, diese Zeichnung zu Teil 2, richtig, richtig schön. Lediglich hinten auf der Rückseite, hier unten rechts, befindet sich halt eben dann, ja, das Label 84. Ja, ich zeige euch jetzt mal was. Schaut mal hier. Das habe ich halt eben heute auf Facebook entdeckt. Da hat sich jemand auch als Fan vom Freitag der 13. halt eben dann die Reihe geholt in den limitierten Amaris. Die kam ja nachträglich hierzu nochmal raus. Ich glaube, limitiert auf jeweils 500 Exemplaren. Und diese Amaris verfügen über ein Wendemotiv. Das Wendemotiv zeigt halt eben dann die original Kinoplakatmotive und die anderen zeigen halt eben dann diese Artworks. Und da finde ich das richtig, richtig schlimm, ja, dass hier unten diese Flatschen, wie man das eben sehen konnte, ja, allesamt feste sind. Es sind keine Wendemotive, wo man halt eben dann das FSK-Logo hätte halt eben abmachen können. Nein, die sind feste. Finde ich persönlich richtig, richtig kacke, denn ich feiere diese Artworks. Umso mehr bin ich froh, halt eben dann diese Mediabox zu dem Film, zu der Filmreihe Freitag der 13. mein eigen zu nennen. Habe ich irgendwas hier noch vergessen? Ne, ihr Lieben, ich habe halt eben alle Mediabox ausgepackt und ich würde sagen, ich tue diese Mediabox jetzt auch mal hier wieder rein. Ich drehe dieses mal so hier runter, damit sie auf jeden Fall besser hier reinpassen. Ja, es ist halt eben noch sehr steif, in Anführungszeichen, ne? Ja, aber diese Mediabox passen auf jeden Fall hier rein. Ich habe zu Hause auch Schutzfolien. Ja, diese Mediabox werden auf jeden Fall wieder in Schutzfolien eingetütet. Diese habe ich halt eben jetzt nicht mit rausgenommen. Ja, und das wollte ich jetzt auch nicht in diesem Video machen, weil das sonst halt eben zu lange dauert. Ja, aber ich werde mit euch zusammen diese schöne Mediabox hier mal wieder einpacken. Ich finde diese, ja, ne, wie soll ich sagen, da hat man sich echt Gedanken gemacht, zu Freitag, den 13. so eine richtig coole, schöne Holzbox rauszuhauen, ja, für diese Filmreihe. Zusammen mit dem Soundtrack natürlich und halt eben dann, ja, ein wattiertes Mediabook mit der Geschichte zu Jason Voorhees. Richtig, richtig cool. Ja, limitiert ist diese Holzbox auf lediglich 1500 Exemplare. Ist halt eben auch durchnummeriert. Das steht auf jeden Fall hinten drauf. Aber diese werde ich euch auf jeden Fall jetzt nicht zeigen, denn ich hatte auf jeden Fall mal vor, ich zeige es euch mal, wie es aussieht, richtig cool, oder? Absolut mega, mega geil, ja. Das war Tierte, ne, warte mal, Crystal Lake Memories habe ich noch, ne? OVP, Moment, auf jeden Fall, dieses Mediabook lasse ich OVP, das ist halt eben dann Tierte. Ich werde noch dieses Crystal Lake Memories Mediabook von Birnenblatt exklusiv halt eben mal öffnen. Also es ist quasi identisch, ne? Wattiert und wattiert. Es gibt noch ein zweites Cover hiervon, was ich auch richtig cool finde. Und von diesen wattierten gibt es noch eins exklusiv für diese Schuber-Edition. Es gab mal so eine Schuber-Edition noch, so ein Pappschuber. Ja, aber da ist auf jeden Fall die Holzbox doch die bessere Alternative. Definitiv. Die Folie ist auf jeden Fall doch sehr, sehr stabiler wie die aus dem Hause 84. Also Bienenblatt scheint da auf jeden Fall die bessere Folie zu haben. So, so sieht's aus. Ja, limitiert auf lediglich 333 Exemplare. Mein Exemplar zieht die Nummer 294. Das Artwork finde ich auch richtig cool. Jason in der Scheune.
mit einer Axt. Yeah. Hier auch wieder eine Blu-ray und ganz hinten eine DVD zu Crystal Lake Memories. Richtig schön. Und hier sehen wir halt eben dann den Macher von Freitag der 13., Sean S. Cunningham. Ja, das war's auf jeden Fall mit den Mediabooks. Ja, was mich auf jeden Fall sehr interessiert, ihr da draußen als auch Friday the 13th Fans, habt ihr auch Mediabooks zu der Filmreihe? Welche Mediabooks könnt ihr euer eigenen nennen? Habt ihr die wattierten? Habt ihr Cover B in eurer Sammlung, Cover C oder halt eben diese wunderschön gezeichneten Cover D Varianten? Schreibt's mir in den Kommentaren. Ich freue mich auf eure Kommentare zu Camp Crystal Lake. Ja, hier hinten ist eine Nummer drauf, eine Limitierungsnummer, wie ich das eben bereits schon gesagt habe. Aber diese zeige ich halt eben nicht an dieser Stelle, aus einem besonderen Grund, denn ich wollte ursprünglich mal ein Gewinnspiel machen. Ja, eigentlich sollte halt eben heute an diesem Tag, ja, an diesem wunderschönen Freitag, meine komplette Sammlung von Freitag, der 13. gezeigt werden. Leider ist es so, ja, dass das Wetter dieses Mal mitgespielt hat, aber jetzt kommt es, ja, ich hatte einfach keine Zeit. Meine Arbeit hat mich einfach gebraucht. Meine Arbeit hat mich geschlaucht, jeden Tag 10, 11 Stunden und das halt eben die letzten Wochen. Ich bin echt mega happy, dass ich heute mal um 11 Uhr gehen durfte von der Arbeit, was halt eben auch nicht häufig vorkommt. Nichtsdestotrotz, es wird auf jeden Fall ein Video folgen, wo ich komplett mal euch meine Freitag der 13. Sammlung präsentieren werde. Wann das sein wird, das weiß ich allerdings noch nicht. Aber dann definitiv zusammen mit einem Gewinnspiel, wie ich das halt eben damals schon gemacht habe. Apropos Gewinnspiel, ich wollte ja ursprünglich, also heute ist ja auch noch die komplette, also fast komplette Reihe zu Freitag der 13. ja, From Crystal Lake to Manhattan, also Teil 1 bis Teil 8, halt eben erstmalig in Deutschland in einer Keepcase Amari erschienen für sage und schreibe 35 Euro, hatte ich mir vorbestellt bei Amazon und siehe da, ist es halt eben heute leider nicht am Freitag den 13. pünktlich bei mir eingetroffen. Sehr schade, hätte ich euch gerne mal gezeigt, ja. Mein Exemplar wird am 18. zugestellt. Also nächste Woche, da ist auf Freitag der 13. schon rum. Ich zeige es mal kurz, dieses gute Stück. Vielleicht habt ihr euch ja anderweitig entschieden. Vielleicht habt ihr die Filmreihe auch gar nicht. Jetzt könnt ihr euch diese Filmreihe zum guten Kurs in eurer Sammlung auf jeden Fall holen. Ja, apropos holen. Ich werde mir was gönnen. Mal was ganz anderes wie sonst. Keine Energy oder so. Ja, keine Cola, keine Fanta, sondern mal ein Männerbier. Und das gönne ich mir. Original Krombacher Pilz. Oh, das muss auf jeden Fall auch mal sein. Schön kalt noch. Hat ich mir noch ins Eisfach getan. Jetzt seht ihr mal, wie die auch mal ein Bierchen trinkt. In diesem Sinne, Prost erstmal. Zu diesen ultra mega coolen Filmen muss auf jeden Fall auch ein ultra mega cooles Bier mal präsentiert werden. Das Krombacher Pilz, meine Heimat in Krombach, in Siegen, in Kreuztal. Ja, ihr Lieben, das war's auf jeden Fall mit meinem Vorstellungsvideo-Unboxing zu der Filmreihe Friday the 13th in dieser wunderschönen Holzbox. Auf jeden Fall, ich kann euch diese Limitierungsnummer ganz kurz noch nicht präsentieren, weil das Problem ist ja, diese Nummer, also die sind halt eben dann nummeriert, ja, brauche ich auf jeden Fall für das Gewinnspiel, was demnächst noch folgen wird in den Freitag der 13. Mein Best of alles, was ich halt eben vom Freitag den 13. so mein eigenen kann. Was ich noch ansprechen wollte, bevor ich das vergesse. Ich klappe mal nochmal dieses wunderschöne Teil hier auf, ja. So, vier Filme. Diese hole ich mal kurz raus. Nochmal, bevor wir jetzt zum Ende gehen. Oh Gott. Ganz schön. Ah ja, easy. Ganz schön easy. Auf jeden Fall Teil 1. Dann Jason Goes to Hell, Jason X und last but not least Freddy vs. Jason. Ja. Ich tue diese Holzbox mal zur Seite und zeige euch jetzt mal diese vier Mediabooks. Allesamt oder alle vier stammen ja nicht aus dem Hause 84, sondern direkt über Warner. Und alle haben sich ja damals immer so aufgeregt, ne? Boah, wie kann das sein? Ja, das Booklet hier drinne, ja,
boah, das ist total dünn, hier fehlen die Seiten, hier ist gar kein Text oder hast nicht gesehen und so drin. Ne? Alle sind sich immer am Aufregen, am Beschweren gewesen, wie auch immer. Ich denke, viele machen das heute noch, ja. Nichtsdestotrotz sind das von den normalen Mediabooks die raresten, begehrtesten und teuersten. Ja, so viel zum Thema Warner. Ne? Also ich sage ja, dieses Mediabook wird um die 100 Euro gehandelt, Jason X genauso. Jason Goes to Hell halt eben genauso. Und über Freitag, der 13. Teil 1, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das ist wirklich die Creme de la Creme unter diesen normalen Mediabooks. Und siehe da, das sieht doch echt so richtig, richtig cool aus. Ja, die haben sich halt eben dann auf die Original-Kinoplakatmotive festgelegt. Ne? Und da passt auf jeden Fall die B-Cover-Variante am besten zu. Das sind halt eben dann die normalen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich finde Cover D, die gezeichneten, richtig, richtig cool. Schade ist, dass halt eben dann Warner, ich meine, Warner hat es auf jeden Fall nicht nötig, aber sie hätten ja noch eine zweite Alternativ-Cover-Variante anbieten können, so gezeichnete zu Freddy vs. Jason, wäre richtig cool, ja. Oder halt eben gerade die erste Teil, ja, oder Jason Goes to Hell, oder halt eben Jason X. In diesem Sinne, das wird wohl nichts. Ich verabschiede mich, ihr Lieben. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und ich würde sagen, wir hören und sehen uns in meinem nächsten Video, wenn es wieder heißt, ha Leute, sei gegrüßt, ich bin's, euer Didi. In diesem Sinne, ich drücke auf den Knopf, ich bin weg, ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause, ich grill jetzt mal eine Runde und ziehe mir auf jeden Fall, wie jedes Mal, ja, jedes Mal, nicht jedes Jahr, jedes Mal, ja, zu Freitag der 13. immer nostalgisch mit den ersten Teil rein. Ja, den ziehe ich mir jedes Mal rein. Ich feiere den ersten Teil, auch wenn hier halt eben nicht Jason Voorhees, ja, ja, der große Erwachsene halt eben dann mit von der Partie ist, sondern halt eben dann lediglich seine Mutter Pamela Voorhees. Ja, die finde ich auf jeden Fall auch richtig, richtig cool in ihrer Rolle. Ja, ich kann auf jeden Fall irgendwann demnächst mal ein Ranking zu machen, falls euch das interessiert, wie ich halt eben dann die Freitag der 13. Teile einstufen wollte, werde ich auf jeden Fall in diesem Video jetzt nicht machen, um es halt eben nicht so lang zu ziehen. So, ich komme ein Stück nach vorne, drückt auf den Knopf und bin weg. Macht's gut, euer Didi Myers, The Shape. Tschüss, ciao, bis dann.